Und da reden sie, und da reden sie. Und da sind alle Teams versammelt. Und unser Bundestrainer Fabian Heim ist Experte und er schiebt auch gerade. Ja, in der Tat, er schiebt. So, wie schieben Sie denn? So, wir sind jetzt wieder hier oben im. Wir sind jetzt wieder hier oben. Nein, nochmal. So, herzlich willkommen. Wir sind hier wieder oben im Studio. So, gleich beginnen. So, herzlich willkommen zurück. Gleich beginnt hier die nächste Disziplin, nämlich Tauziehen. Da geht die blaue Mannschaft gegen die weiße Mannschaft. Und für die weiße geht es hier noch um ziemlich viel, nämlich den Turniersieg. Sollten sie hier gewinnen, sind sie noch voll dabei. Sollten sie hier verlieren, sieht es eher mager aus. Deswegen schauen wir uns das jetzt einfach mal an. In wenigen Augenblicken geht's los. Wir sind gleich wieder da nach nur einem Spot. Wir haben ja auch schon den ersten Interviewpartner. Wie heißt du? Luis. So, Luis, was habt ihr heute schon gemacht? Ja, wir haben... Was? Was war gegen Schief? Und wir schauen gerade mal runter, was so passiert. Danke. Dankeschön. Danke. So, wir sind jetzt hier unten, da findet gerade eine, oder findet gleich eine sehr interessante Veranstaltung statt, nämlich Mattenrutsch. Achso, okay. Okay. Markus! 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 Sophie! Bevor keine Stellwand bereitgestellt wurden, ist am zu Beginn der Show. Worum geht's? So, wir sind jetzt mal hier auf der anderen Seite gegenüber von unserem Studio und mit Experten Fabian Heim werden wir hier eine kleine Zwischenbilanz führen. So, die Anna-Olympiade ist vorbei. Gleich gibt es die Siegerehrung. Die Mannschaften haben sich schon So, wir kommen jetzt zur sogenannten Pendelstaffel. Was genau das ist, kann ich auch nicht genau sagen. Was? Sieg drin. Und der Gelbe zu groß. Stopp. Okay. So, das letzte Rennen ist zu... Die Roten feiern hier noch ausgiebig ihren Sieg, die anderen Mannschaften enttäuscht. Und aus diesem Anlass sind wir gleich wieder da nach nur einem Spot. Wenn ihr euch ein Bild vom SMV-Turnier im Sommer machen wollt, dann könnt ihr auch gerne auf Donuts TV schauen. Da
gibt es einige Berichte zum SMV-Turnier dieses Jahr, auch letztes Jahr. Wir berichten jetzt schon seit 3 Jahren vom SMV-Turnier und dieses Jahr werdet auch ihr erstmals wahrscheinlich dabei sein und hoffen wir, dass es dann wieder einige spannende Matches gibt.